Haben Sie schon einmal davon gehört? Dinkelsbühl. Wir nicht, aber es ist einen Besuch wert. Dinkelsbühl liegt nicht weit von Rothenburg ob der Tauber und Schwäbisch Hall entfernt und ist weit weniger bekannt. Man muss sagen, dass Rothenburg beeindruckend ist und eine Sehenswürdigkeit für sich, aber Dinkelsbühl ist bestimmt einen Besuch wert und Sie werden erstaunt sein. Die Stadt liegt nahe der Grenze zu Baden-Württemberg und stammt aus dem Jahr 730 nach Christus. Ab 1130 nach Christus entstand jedoch die heutige Altstadt und ab 1372 gab der Bau der Stadtmauer Dinkelsbühl seine heutige Form. Es ist eine lebendige Stadt mit regelmäßigen Feierlichkeiten und lädt sicherlich dazu ein, durch die alten Straßen zu schlendern und sich die alten Gebäude anzusehen. Die Gesamtgemeinde hat rund 12.000 Einwohner und es gibt eine Reihe von Hotels. Eines der Hotels, das zu einem tollen Wochenende beiträgt, ist das Hotel, das wir Ihnen heute von innen zeigen, das Meiser Design Hotel etwas außerhalb der Stadtmauern von Dinkelsbühl. Gehen Sie mit uns und schauen Sie rein. Das Designhotel Meiser liegt am Stadtrand von Dinkelsbühl, einen 10-minütigen Spaziergang von dieser stimmungsvollen mittelalterlichen Stadt entfernt. Das Hotel liegt in einer grünen und ruhigen Gegend, die leicht mit dem Auto erreichbar ist. Die Umgebung war zum Zeitpunkt des Films im Jahr 2022 noch nicht vollständig abgebaut, also erwarten Sie, dass es in Zukunft mehr Gebäude in der Nähe geben wird. Das Parken am Hotel ist aufgrund der geräumigen Parkgarage, die nicht im Hotelpreis inbegriffen ist, einfach. Die Umgebung trägt zu einer ruhigen Nachtruhe bei und das Hotel verfügt über eine schöne Terrasse, die bei gutem Wetter sicherlich zu einem entspannten Abend bei einem guten Glas Wein einlädt. Leider blickt die Terrasse auf das Parkhaus. Obwohl das Parkhaus mit seiner bunten Fassade wunderschön gestaltet ist, wäre die andere Seite des Hotels oder die Seite, die in Richtung Stadt blickt, nur etwas atmosphärischer gewesen. Wenn Sie das Hotel betreten, werden Sie von aggressiv aussehenden Hunden begrüßt, ein Symbol, dem Sie im Hotel mehr begegnen werden. Lassen Sie sich jedoch nicht täuschen, die Hunde mögen wild aussehen, der Eintritt in das Hotel ist angenehm. Es ist Design hier mit einem großen D, und zuerst fragt man sich, ob es nicht zu viel des Guten ist. Nach ein paar Minuten merkt man jedoch, dass sich die Lobby, die Sitzbereiche und das Restaurant überragend anfühlen. Übrigens ist es möglich, viele der Attribute zu kaufen. Von der Lobby bringt sie einen Aufzug zu eins der 150 Zimmer. Die Korridore sind auch gestaltet, aber ziemlich dunkel. Die Zimmer sind ansprechend eingerichtet, aber nicht riesig im Falle des Standardzimmers, das wir hier zeigen. Im Zimmer gibt es ein großes Zwei-Personen-Bett und genügend Staufächer für ihre Sachen. Es gibt auch einen großen Schrank, sodass nicht alle ihre Sachen in Sicht sind. Die Farben und die Beleuchtung sind attraktiv gewählt und es ist ein angenehmer Ort zum Verweilen. Es gibt einen Kühlschrank im Zimmer, aber leider gibt es keinen Wasserkocher oder eine Möglichkeit, Kaffee zu machen. Dort muss man ins Restaurant. Das Badezimmer ist sauber und luxuriös und mit Regendusche, geräumigem Waschbecken und allen notwendigen Attributen für einen attraktiven Aufenthalt ausgestattet.
Das Frühstück wird in Buffetform serviert und lässt sicherlich keine Wünsche offen. Viele Arten von Brot, Fleisch, Obst, Müsli, Joghurt, Sie können es sich nicht vorstellen oder es ist da. Und das von sehr guter Qualität. Guten Appetit! Wenn Sie nach diesem nahrhaften Frühstück noch Lust haben, können Sie den Sport- und Wellnessbereich nutzen. Klein, aber ausgestattet mit allen Einrichtungen wie Sauna, Ruheraum, Sportgeräten und Duschen. Alles ist sehr sauber und stimmungsvoll mit einem schönen Licht in den Zimmern. Es mag klar sein, dass dies nicht das billigste Hotel in der Gegend ist, aber es ist definitiv empfehlenswert für ein entspanntes Wochenende in eins der schöneren Städte Deutschlands.